und ihr könnt so stolz auf euch sein. Ich finde eigentlich, ihr könntet euch ruhig mal selbst beklatschen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Feierwürdige, euch darf ich natürlich auch nicht vergessen. Toll, dass ihr alle in Wetzlar seid. Mein Name ist Michelle Breustedt und ich bin Juso-Vorsitzende im wunderschönen und sonst eigentlich recht beschaulichen Landkreis. Ja, eigentlich ist ja auch wunderschön, außer ich bekomme wieder zu Ohren, dass so etwas wie ein NPD-Landesparteitag in Wetzlar stattfinden soll. Und dieser wird dann auch plötzlich in ein Rechtsrockkonzert umgewandelt. Für uns Jusos ist der Kampf gegen rechts einer der wichtigsten und größten. Nach all den Anschlägen auf die Flüchtlingsunterkünfte in den letzten Jahren und die erschütternden Wahlerfolge der AfD und NPD wird es immer schlimmer für uns. Die NPD im Land-Dill-Kreis ist der treibende Motor in der hessischen NPD-Szene. Und sie wird immer größer und gewaltbereiter. In Anbetracht der Bands, die für heute angekündigt waren, habe ich mich mit ihnen fleißig auseinandergesetzt und es mir zur Aufgabe gemacht, sie euch heute ein Stück näher zu bringen und euch zu zeigen, welche Gestalten sich in unserer Wetzlarer Stadthalle aufhalten wollen und was genau sie dort von sich geben wollten. Es geht um die für heute angekündigte Band Eudoxie. Die Band Eudoxie trat auf ihrem ersten Album mit Titeln wie Weiß und Rein oder Treue und Ehre offen nationalsozialistisch auf. In einem ihrer Lieder auf dem Album Schwarze Zukunft heißt es wie folgt, ich zitiere. Wir spielen Rechtsrock fürs Vaterland, wir sprengen die Ketten und schlagen uns frei. Wir kämpfen für Deutschland und bleiben dabei. Den Rest des Liedes möchte und darf ich hier nicht öffentlich nennen. Das könnt ihr dann gerne mal googeln. In anderen Liedern beschwören sie den Rassenkrieg oder singen, wie in einem Lied Ruhm und Ehre, über die Kriege der deutschen Wehrmacht. In diesem Wissen, was für Personen da drüben eigentlich spielen sollten und eurem Vorwissen, was ihr von eurer Oma, eurem Opa, aus der Schule oder aber aus euren Geschichtsbüchern habt, möchte ich gern das Kind mal beim Namen nennen. Wir haben es hier mit extrem gewaltbereiten Neonazis zu tun und deshalb meinen vollsten Respekt an euch. Ihr seid echt mutig, ihr seid friedlich, ihr seid bunt, ihr seid laut und dennoch bestimmt. Danke dafür. Eine Botschaft noch ganz persönlich an euch gerichtet und ich weiß, dass ihr mich hört. Ihr könnt noch so oft kommen, wie ihr wollt. Ihr kommt nach Haiger, wir sind da. Ihr kommt nach Dillenburg, wir sind da. Ihr kommt nach Herborn, wir sind da. Ihr kommt nach Büdingen, wir sind da. Und ihr kommt nach Wetzlar und wir sind da. Hier ist kein Platz für rechte Hetze und das sollte heute wohl mehr als deutlich geworden sein. In diesem Sinne, alle Rassisten sind Arschlöcher.